Willkommen zurück bei Timeout Racing. Ich bin der Sven und wir, Rupert Motorsport, bringen euch täglich Impressionen von der Dakar 2024 in Saudi-Arabien. Gestern im Video habe ich noch einen essentiellen Fehler gemacht, dass die Teamvorstellung von uns beim YouTube-Kanal von Werbewerke kommt nicht am 5. Juni oder Juli, was ich gesagt habe, sondern natürlich am 5. Januar. Es war wohl ein bisschen spät, als ich das aufgenommen habe. Sorry für diesen Fehler. Gerne möchten wir euch die Möglichkeit geben, auch ein Souvenir von der Dakar 24 zu haben. Daher, wir verlosen 6 von diesen Caps. Wir möchten diese Caps aber nicht einfach so verlosen, sondern es ist unser Ziel, dass wir diese 6 Caps von Topfahrern signieren und euch dann so schenken können. Wie könnt ihr an der Verlosung teilnehmen? Sobald die Rallye startet, also nicht ab dem Prolog, sondern ab dem ersten Tag, ich werde das sicher nochmals erwähnen, kommt irgendwann im Video eine Zahl, und wenn ihr am Schluss alle Zahlen zusammenzählt, dann gibt es eine Summe. Und unter allen Teilnehmern oder Zuschauern, die die Summe richtig gerechnet haben, verlosen wir diese 6 Caps. Daher, wenn ihr Lust habt, wäre das sicher ein spannendes Element da, was zu bekommen von der Dakar 24. Dann gestern die Befürchtung, dass das Differential einen Defekt hat, das war nicht der Fall, was wir sehr froh sind, sondern da hat nur ein Schalter ein Problem. Da fragen wir nachher Matze mal genauer, was das Problem ist und ob es gelöst ist. Generell, wir haben dann gestern, oder der Matze und der Rudi, eher früher Schluss gemacht, damit wir heute, wir haben ja den ganzen Tag nutzen können, um am LKW noch die restlichen Arbeiten und Checks auszuführen. Um 11 Uhr sind wir noch bei Lukas Lauda und Stefan Henken. Die erklären uns ihr Side-by-Side, vielleicht auch sonst noch ein paar Insights, die ihr und ich auch noch nicht kenne. Ich spüre es also nicht nur im Hals, sondern auch in den Beinen von gestern. Von daher würde ich sagen, nehmen wir den Camp Cruiser. Es sind 2 Minuten 50 von unserem Platz bis zum Eingang vom Camp mit dem kleinen Motorrad. Wir starten bei Reihe 5 auf der rechten Seite, wenn man reinkommt. LKW-Team. Also auch heute, wo noch nichts, kein Prolog, kein Rennen, wird überall noch gearbeitet. Es freut mich, dass es auch bei den Profis so ist und nicht nur bei uns. Gefühlt hat man eine Ewigkeit Zeit und am Schluss gibt es dann doch noch viele kleine Details, die auch noch erledigt werden müssen. Es sind noch erstaunlich viele Teams, vor allem LKW-Teams draußen, also nicht hier auf dem Platz. Private Test ist heute nicht mehr, das habe ich gestern falsch gesagt, weil wir es falsch gelesen haben. Also wir hätten gestern dreimal fahren können, das haben wir verpasst. Jetzt der Christian ist zweimal gefahren und der Dani Vetter sogar nur einmal. Aber
Es gibt genügend Kilometer, um da Erfahrung zu sammeln. Das ist ein Anwärter auf den Sieg bei den LKWs. Sieht man den Luftkanal hier runter, dann in den Luftfilter rein. Also mir gefallen diese Auto optisch und vom Sound her auch. So einen zu fahren wäre mal. Ein Erlebnis oder nur schon mitzufahren vermutlich. Hier sieht man, wie die Fahrzeuge anheben können, also das geht auch auf der Strecke, das ist hydraulisch. Wenn die Räder wechseln müssen, fahren da diese, wie sagt man dem, Stelzen aus und dann hebt sich das Fahrzeug an und man kann die Räder wechseln. Hier BRX. Top-Besetzung an der Dakar 2024 mit Nasser Al-Attiyah und Sebastian Loeb. Es wird spannend, wer von diesen beiden dann das Fahrzeug besser bewegt. Der Nasser hat ja noch nicht so viel Erfahrung mit dem Auto und der Loeb ist, glaube ich, schon zwei Dakar damit gefahren. Der Hersteller von diesem Fahrzeug ist der ProDrive oder ist ProDrive aus England. Ich glaube, es fahren 7 Stück mit. Also nicht nur die, sondern es gibt auch Kundenfahrzeuge. Da werden gerade Löcher in schön teures Carbon gebohrt. Wie wird wohl dieses Team heißen? Irgendwas Chinesisches, denke ich mal. Ah, da auch. Das sind auch ProDrive Hunter Fahrzeuge. Das ist natürlich optimal, wenn man da gleich nebeneinander steht. Ich denke, das ist kein Zufall, sondern organisiert. Das ist der Camper von Nasser Al-Attiyah. Hat auch ein Upgrade erhalten. Mit Slide-Out. Wie nehmen die dieses Rad herunter? So ein Haken oder so. Nein. Vor allem runter geht ja noch, aber wie hoch? Nebst den vielen Can-Am gibt es auch ein paar wenige Polaris-Fahrzeuge oder Side-by-Sides. Hier stehen zwei.
fahre nur mit einem Tablet. Bei den Autos habe ich gesehen, hat es zwei. Er hat dasselbe Problem wie wir gehabt. Sogar auf allen Reifen. Nein, das kann nicht sein. Vielleicht ein Test. Also meine Vermutung war richtig, die testen das und die können von einem halben Bar bis 3,5 Bar in 2 Minuten. Also die haben da bewusst die Luft abgelassen, um zu schauen, ob das funktioniert und ob das auch zeitlich passt. Und was mich erstaunt, der Kompressor, der war jetzt nicht an, das heißt, sie hatten so viel Luft in einem Tank. Jetzt könnt ihr mal zuschauen. Nee, dauert zu lange. Also meine Annahme war falsch. Die haben nicht so einen großen Lufttank. Sie haben 120 Liter Luft. Sondern die haben am großen LKW angeschlossen, extern. Daher läuft der Kompressor nicht. So, wir sind bei Stefan Henken und bei Lukas Lauda mit dem South Race in Canem. Lukas, wie bist du eigentlich zum Rallye-Sport gekommen? Ich bin 2022 mit dem Heinz Kindergarten angerufen und wollte mal so ein Canem ausprobieren. Und da hat er gemeint, da hat er mir eine Nummer geschickt von Herrn Stefan Henken. Der hat mich angerufen und so sind wir zusammengekommen. Stefan, du ja ein alter Hase im Offroad-Bereich. Du bist selber gefahren die letzten Jahre an der Dakar. Wie ändert sich das jetzt, wenn du auf dem Beifahrersitz sitzt? Ja, für mich ist es entspannter. Die letzten 2 Jahre selber gefahren, die Jahre davor auch als Navigator. Als Beifahrer ist für mich entspannter. Du hast jetzt ein Risiko, es ist angenehmer. Ansonsten Adrenalin ist gleich, der Wettbewerb ist gleich. Dann hast du den anstrengenden Job, he? Kommt der Wagen. Für ihn auch. Schaut mir gleich gut, glaube ich, ganz gut aus. Ich habe ab und zu mal drin. Genau. Ich habe euch im Vorfeld gefragt, schnell fahren oder langsam fahren. Du hast mir gesagt, der Stefan will immer schneller. Das ist das Problem, was ich habe. Ich überlege mir gerade die ganze Zeit, wie teile ich mir jetzt diese Dakar ein? Soll ich mehr Gas, weniger? Da hast du gesagt, ja, mach einfach, was der Stefan sagt. Der Stefan will immer noch schneller. Das ist das Problem. Für ihn geht es immer zu langsam. Es gibt nur ein Gas, Vollgas. Ist ein Rennen, oder? Hast du mir mal gesagt. Oder? Ja, genau. Es geht auf Zeit. Es geht auf Zeit, ja. Erzähl doch mal über das Auto, was fährt ihr hier eigentlich? Wie viel PS, wie schwer, wie schnell? Das Auto ist T3, heißt jetzt Klasse Challenger, Can-Am, 900 Kubik, 3-Zylinder, wiegt 800 Kilo, trocken glaube ich, würde ich sagen, mit allem drum und dran, 1100 ungefähr. Und Sprit geht rein, 130 Liter, können 300 Kilometer ungefähr fahren. Ja, Reifen, Tensor. Suspension Reiger. Und breiter als das Auto, das du sonst fährst, oder? Genau, ist breiter jetzt, der T3 von South Racing. Fährt sich einfacher, wenn ich ehrlich bin. Stabiler, oder? Stabiler, ist nicht so unruhig, macht die Sache ein bisschen leichter. Wenn wir selber fahren, ich habe immer so ein Problem mit Trinken und Essen. Wie löst man das an der Dakar? Ich hatte bei der Rallye de Maroc auch das Problem, dass wir mal Tage waren, wo wir keine Pausen waren, die ich dann vergessen habe zu essen, geschweige denn zu trinken viel und habe dann am Abend damit Probleme gehabt. Beim Ankommen, aber da muss man sich einteilen. Aber ja, das geht also schon. Trinken hast du sicher dabei und ja, Essen habt ihr Riegel, oder? Ja, so Powerbar, Riegel, so Koffeinshots und ja. Aber da geht aber wenig Zeit zum Essen eigentlich. Und zum Pinkeln? Es wird nicht gepinkelt. Geht auf Zeit, oder? Genau, es geht auf Zeit. Beim Tankstopp hast du 15 Minuten Zeit und dann gibt es einfach eine Regel, er muss tanken, ich gepinkeln. Habt ihr ein Ziel, was ihr erreichen möchtet, oder ist einfach ankommen? Nein. Klar, Ankommen ist da, Ziel ist, bester Rookie sein und es so gut wie möglich zu machen. Also das Ziel ist nicht nur Ankommen, sondern schon, wie es geht. Vorne mitfahren, ne? Also ganz vorne natürlich nicht, aber so weit vorne wie möglich.
Gut, dann besten Dank für eure Zeit, jetzt noch kurz vor dem Prolog und wir wünschen euch ein gutes Rennen. Dankeschön. Servus. Für mich sind ja sowieso die Motorradfahrer die Helden von der Dakar, aber es gibt welche, die sind noch krasser drauf. Und das sind die, die die Originalkategorie fahren. Wir sind jetzt bei Tobias Ebster. Tobias, bei uns sagen wir die Kistenfahrer oder Malemoto oder eben neue Original. Wie nennt ihr uns euch am liebsten selber? Abenteurer. 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 Gut. Ja, gut. Also ab jetzt an sagen wir in der Abenteuerkategorie. Ja. Erzähl mal was über dich, von wo kommst du und ist es deine erste Dakar oder bist du da bereits schon sattelfest? Also servus, ich bin der Tobias Ebster, bin 26 Jahre jung, komme aus Österreich, aus dem schönen Zillertal. Einige kennen es sicher vom Skifahren her. Und ich bin vorher Motocross gefahren, von klein auf eigentlich, habe zum 5. Geburtstag meine erste KTM gekriegt. Dadurch, dass natürlich mein Family Background mit Heinz Kienigarten aus meinem Onkel, wurde es eigentlich schon vorhergesehen, dass ich einmal Motorradfahrer werde. Rallye Dakar war eigentlich lange nicht auf der Agenda. Aber dann vor 2-3 Jahren ist er auf mich zugekommen und gefragt, ob es mich interessieren würde, einmal anzuschauen. Und ich war dann eigentlich direkt verliebt in den Sport. Bin dann mit ihm nach Tunesien gefahren und dann meine erste Hellas Rallye gefahren, in Griechenland unten. Direkt Zweiter geworden aus 364 Startern. Und dann habe ich irgendwo gesagt, okay, hey, ich will das machen. Ich bin nur einmal jung, ich will das machen und ich würde es bereuen, würde es nicht machen. Hab dann eigentlich alles hinten lassen, Job gekündigt, alles hinten lassen, Sponsorensuche gemacht und einige Rallyes gefahren. Hab dann sozusagen gewusst, was ich machen muss, um zur Dakar zu kommen. Und das hat dann so ausgeschaut, ich bin dann 2022, also erst vor einem Jahr, ein bisschen über einem Jahr, Europameister geworden in der Klasse Rallye, European Rally Cup. Somit bin ich dann vom Heinz eingeladen worden nach Dubai zum finalen Bacher Weltmeisterschaftslauf. Hat es geheißen, ich muss gut abliefern. Hab das Ganze dann gewonnen mit 7 Minuten Vorsprung, glaube ich. Somit habe ich dann das freie Ticket zur Abu Dhabi Desert Challenge gekriegt, weil ich gewusst habe, okay, hey, bei der Desert Challenge könnte ich das Eintrittsticket für die Dakar gewinnen und könnte man sozusagen das Startgeld von 18.000 Euro sparen, was natürlich schon ein großer Ansporn war für mich als 26-Jähriger. Jeder kennt es, jeder will alles machen, nicht viel in der Tasche. Und ich habe halt gewusst, okay, hey, ich habe diese eine Möglichkeit, das zu schaffen. Hab das genutzt, hab die Desert Challenge gewonnen in der Rallye 2 Kategorie und den Eintritt sozusagen in die Rallye Dakar. Bin jetzt hier mit Modul in der originalen Klasse auf dem Weg sozusagen. Wir haben unser Motorrad, wir haben unser 96 Malle Motorbox. Hinten haben wir noch ein Zelt mit einer Matratze, mit einem Schlafsack und mit einer Gearbag. Und somit müssen wir sozusagen, sobald wir startet eigentlich der Tag so, wir schlafen, stehen um 4 in der Früh auf, alles zusammenpacken, Zelt zusammenpacken, rein in einen von dieser Trailer. Dann geht es zum Start los, Verbindungsetappe, 150, 200 Kilometer, Sonderprüfung 400, 500 Kilometer, nochmal 100 Kilometer nach Hause, also schon ein langer Tag. Da tut der Hintern weh, oder? Das auf jeden Fall, ja. Ich habe schon gesehen, ich hab Kissen dabei, hast du sowas auch dabei? So ein aufblasbares Kissen für die Etappe? Das Motorrad? Ja? Nee. Okay. Nee. Also in der Abenteuerklasse gibt es das nicht. Ne? Also, ich habe das nicht dabei, nein. Okay, gut. Genau. Du hast mir vorher was gezeigt, dass wenn du ein Ersatzteil brauchst, dass du bei KTM vorbei gehen kannst. Wie funktioniert das? Genau, also das schaut so aus. Ich habe da meine Box. Das wird immer so aufgebaut, von Biwak zu Biwak. Und hier habe ich dann sozusagen Dakar Service Card 2024. Sollte irgendetwas brauchen, kann ich rübergehen zu KTM, das sind die Nachbarn, zum Glück von uns ist nicht weit. Und kann sozusagen sagen, okay, hey Jungs, ich bräuchte bitte das und sie haben alles dabei. Natürlich die meisten Sachen oder die Kleinigkeiten, sage ich mal, haben wir selber dabei, so wie die Luftfilter, so wie Ölfilter. Öl kriegen wir hier von Malemoto. Hier noch die Service-Checklist, dass ich wirklich nicht vergiss, was ich jeden Tag machen muss, sobald ich das Park firme. Befahren müssen wir das Bike selber komplett warten und das halt 14 Tage lang. Und hast du Werkzeug alles dabei oder ist das auch gestellt? Ich habe tatsächlich Werkzeug alles dabei, also von den Imbusschrauben, von den T-Schlüsseln, von Drehmoment, von Zangen, ich hab wirklich alles dabei. Bis ich dann hier unten gesehen habe, dass hinter dir eine Werkzeugkiste steht,
und wir das zur freien Verwendung benutzen dürfen. Das heißt, ich lasse das eigentlich alles so drinnen, weil natürlich alles, was du auspackst, könntest du wieder in einem Mess sozusagen zusammenpacken. Und deswegen versuche ich so wenig wie möglich eigentlich von hier zu verwenden, sondern wirklich von der Organisation. Wenn wir es schon gestellt kriegen, wäre es ja blöd, würde ich es nicht nutzen sozusagen. Morgen ist der Prolog. Bist du heiß? Bist du ready? Born ready. Sehr gut. Ich bin mehr wie bereit. Ich habe mir leider bei der letzten Weltmeisterschaft in Marokko die Schulter eluxiert, also ausgehakelt. Und dabei ist mir was gebrochen. Habe dann 3 Titanschrauben reingekriegt. Okay. Deswegen, das war natürlich nicht der optimale Vorbereitung. Bin dann nach 2,5 Wochen mit Kumpel nach Dubai geflogen. Ich habe einiges organisieren müssen. Und sind dann auch vorn gegangen nach 2,5 Wochen. Einige waren nicht so erfreut darüber natürlich, dass ich nach 2,5 Wochen, wo die AP her war, schon wieder beim Fahren war, aber Schulter hat gehalten. Flughafen reingegangen, mit den Kollegen ein bisschen geblödelt, hingefallen, kein Bein gebrochen. Ah. Ist jetzt 6 Wochen her. Bin aber relativ zufrieden, habe gestern den Shakedown gehabt und den Private Test. Hat nicht mehr wehgetan. Natürlich waren es nur 30 Kilometer und nicht 8000 Kilometer, das was auf mich zukommt. Aber ich bin gespannt. Ich freue mich auf jeden Fall. Also du hast gesagt, wir dürfen dich da regelmäßig mal besuchen kommen, mal schauen, wie es dir geht. Das heißt, unsere Zuschauer kriegen noch mehr Informationen von dir in den kommenden Tagen. Besten Dank jetzt schon für diese ersten Einblicke in dein Dakar-Abenteuer. Gerne. Danke auf jeden Fall für jeden, der was das verfolgt. Ich finde, es ist halt extrem wichtig, dass es nicht nur aufs Resultat ankommt, sondern auch, dass man zeigt, was wir alle da eigentlich wirklich leisten, weil es ist das härteste Rennen der Welt. Deswegen, wenn das jemand interessiert, könnt ihr mir gerne auf Instagram verfolgen. Tobias-Hepster96. Ich weiß nicht, ob Bewerbung für mich machen darf. Ja, absolut. Aber du darfst alles sagen. Vielen Dank auf jeden Fall dafür. Und dann freut es mich, wenn du mich verfolgst die nächsten Tage bei super meiner ersten Rallye Dakar 2024. Danke dir vielmals. Tschüss. Klar. Also wir hatten ja den Verdacht, dass am Differential hinten was defekt ist. Glücklicherweise hat sich dann das aber als nicht oder bla bla bla. Wir dachten ja, dass am Differential hinten was defekt ist, ist aber glücklicherweise nicht der Fall. Und Matze kann es kurz erklären, was dann schlussendlich das Problem war und was wir gemacht haben, dass es wieder läuft. Ja, also dramatisch, erst gedacht war es gar nicht, das war einfach der Stecker war oxidiert, das war halt schon mal das eine. Und der Kontaktschalter war defekt, damals leider keiner aufgetrieben. Wir haben den vom mittleren Differential rausgemacht, von der mittleren vom Verteilergetriebe, weil das dasselbe ist. Haben den in die Hinterachse rein, weil vorne ist nicht so schlimm, wenn wir in die Kurve fahren oder was, da geht nichts kaputt. Also, wenn jetzt die Sperre in der Hinterachse drin ist und man merkt es nicht. Okay. Deshalb haben wir das jetzt getauscht, funktioniert alles wieder. Also, es ist eigentlich der Schalter, der hinten die Sperre ein- und ausschaltet, oder? Nee, das ist nur der Rückmeldeschalter. Ah, okay, und dann sieht man, dass die Lampe an ist, oder? Genau, eingelegt wird es pneumatisch. Ja. Einen kleinen Zylinder hier und das ist der Rückmeldeschalter. Okay. Der hat keine Rückmeldung gemacht. Also, dann war dir das wirklich halb so wild. Also, genau. Viel Aufregung um nichts. Das finden wir super. So soll es sein. Es ist schon wieder Abend. Heute Abend ist Eröffnungsfeier. Da gehen wir jetzt mal hin. Und da dieses Mal ist es nicht mit den Fahrzeugen, sondern nur die Fahrer und Beifahrer oder die Crew von den Rennfahrzeugen kommen auf eine Bühne. Auch der Christian, Ursi und Matti werden da on stage sein. Mal schauen, ob das zeitlich noch klappt, weil die Classic Trucks kommen als Zweitletzter. Und irgendwann sollte ich ja anfangen zu schneiden. Ich habe es vermasselt, bei der Welcome Ceremony habe ich alles in Slow Motion gefilmt, ohne Ton, daher kann ich euch das leider nicht zeigen. Ich zeige euch aber ein paar Bilder, das habe ich mit dem Telefon gemacht, mit dem Handy,
Und ja, war ein schöner Moment, da dabei zu sein. Gerne hätte ich es euch gezeigt, aber leider ist das nicht möglich. Der Tag generell war eher ruhig. Wir haben noch frischen Zopf gebacken, Freunde eingeladen, hatten eine gute Zeit im Cap. Und morgen um 9 Uhr startet dann Christian, Ursi und Matti mit dem Prolog. Das ist nur 30 Kilometer und dann wird die Startreihenfolge entschieden. Also morgen auch nochmal ein kurzer Tag und dann geht es dann weiter ins nächste Camp. Das heißt auch für uns fahren, fahren und fahren. Meine Idee mit den Caps, das hat schon gut funktioniert. Ich war heute bei Yazid Al-Rajid und der hat mir schon 2 unterschrieben. Also die 6, die kriegen wir sicher irgendwo hin. Das heißt, wenn es euch interessiert, bleibt weiterhin dran. Verfolgt unseren Kanal, wenn noch nicht abonniert. Ich würde es sehr begrüßen, wenn ihr ihn abonniert. Hinterlasst doch ein Like für dieses Video und schreibt eure Fragen gerne in die Kommentare. Das war's für heute aus Alula, Saudi-Arabien. Ich wünsche euch eine gute Zeit und wir sehen uns morgen.